Nach den Ausschreitungen rechtsextremer und fremdenfeindlicher Demonstranten vor einer Flüchtlingsunterkunft ist Vizekanzler Gabriel ins sächsische Heidenau gekommen. Bei seiner Ankunft mahnte er ein entschlossenes Vorgehen von Politik und Gesellschaft an. Diesen Typen, so Gabriel wörtlich, dürfe man keinen Millimeter Raum geben. Zum ersten Mal kommt ein Mitglied der Bundesregierung nach Heidenau. Vizekanzler Gabriel will nach der rechtsextremen Hetze und Gewalt vom Wochenende mit den Flüchtlingen sprechen. Man darf diesen Typen, die sich hier in den letzten Tagen ausgebreitet haben, glaube ich, keinen Millimeter Raum geben. Und da darf man auch Bürgermeister einer solchen Stadt nicht alleine lassen. Die Nacht in Heidenau war einigermaßen ruhig. Linke Gruppen, darunter viele Autonome, demonstrierten für die Flüchtlinge, die Stimmung zum Teil gereizt. Rund um die Unterkunft wurde ein Kontrollbereich eingerichtet, der auch Platzverweise ermöglicht. Die Polizeipräsenz wurde erhöht. Trotzdem gab es vereinzelt Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten. Inzwischen leben mehrere hundert Flüchtlinge in dem ehemaligen Baumarkt. Die rechtsextremen Proteste haben viele verängstigt. Nachdem zwei Tage lang von Sachsens Landesregierung wenig zu hören war, forderten gestern Ministerpräsident Tillich und sein Stellvertreter Dulich Null Toleranz gegenüber Fremdenhass. Es ist hier ein brauner Mob unterwegs gewesen in den letzten Tagen, die Hass und Gewalt gesät haben. Auch Heidenaus Bürgermeister Opitz ist entsetzt über die große Zustimmung von Mitbürgern zu den rechtsextremen Protesten. Es gäbe in der gesamten Region eine unheilige Neonazi-Allianz.